Heute, meine Freunde, sprechen wir über ein ganz besonderes Problem, das vor allem alle Vlogs haben. Und ich habe die perfekte Vlogging-Kamera von Sony geschickt bekommen. Und zwar die hier. Also, die hier quasi. Die Kamera löst eigentlich jedes deiner Probleme, die du mit dem Vlogging hast. Bis auf ein ganz großes, aber dazu kommen wir am Ende des Videos. Eins der Probleme ist vielleicht, okay, meine Vlogging-Kamera ist viel zu groß und am Ende ist mein Smartphone eh einfach viel kleiner. Ah, nicht so schnell. Denn das hier ist ein ganz übliches Smartphone in der Größe und das hier ist die Kamera. Wenn ich mit der Vlogging-Kamera unterwegs bin, braucht die natürlich auch einen geilen Weitwinkel. Gar kein Problem. Das haben wir hier auf jeden Fall on board, würde ich sagen. Was ist jetzt die nächste Sache, neben dem geilen Weitwinkel nicht fehlen darf? Natürlich eine Tele und ein ordentlicher Zoom, aber auch das ist kein Problem. Was wir heute also machen, ist ein Review von der neuen Sony ZV-1. Und zwar nicht die Mark 1, sondern Mark 2. Und das gesamte Video ist mit der Kamera gefilmt. Und ich glaube, ein guter Weg, um diese Kamera zu testen und auch unserem Hauptproblem, das Problem mit dem Vlog, etwas näher zu kommen, ist einfach, meine Freunde, einen Vlog mit der Kamera zu drehen. Deswegen machen wir jetzt genau das. Freunde, eigentlich wollten wir zu so Salzfeldern fahren. Ist mir dann aber aufgefallen, da geht die Sonne gar nicht auf. Da ist ein Berg drüber. Man muss eigentlich bis zur Coast vorfahren. Und exakt das haben wir jetzt gemacht. Mit ein ganz bisschen Glück seht ihr da schon so die ersten Peaks, wo es hell wird von der Sonne. Für die Fotografen, die zuschauen, schuldest du dir was? Sunrise oder Sunset? Sunset. Weil die Models sonst auch so aufgequollen aussehen. Achso. Ich auch? Danke. Danke. So, nie wieder ein Auftrag. Warum bringst du mich in so eine Situation? Sorry. Ich muss sagen, was mir schon sehr positiv auffällt, ist die Image-Stabilisierung. Ich laufe hier freihand, shake eigentlich auch gut rum, aber das Bild sieht sehr clean aus, so wie ich das jetzt hier gerade sehen kann. Ein weiteres Problem beim Vloggen ist meistens, dass wenn man mit Leuten filmt, die nicht so erfahren sind, wenn man so eine große Kamera hat, das erstmal ein bisschen einschüchternd ist. Ich habe jetzt das Gefühl, mit der Kamera, dadurch, dass sie so klein und handlich ist und so unauffällig, sind die Leute eher natürlich und fühlen sich noch mehr in ihrer Komfortzone. Jetzt mal zum Fazit der Kamera, nachdem ich jetzt ein paar Tage damit gevloggt habe und am Ende beantworte ich sogar noch die Frage, was denn jetzt das große Problem mit Vlogs ist. Mir ist die Kamera extrem positiv aufgefallen. Die ist natürlich extrem leicht, extrem klein, man kann sie einfach in die Hosentasche packen. Der Zoom war ausreichend, der Sound erstaunlich gut dafür, dass ich nur das interne Mikrofon benutzt habe und die Stabilisierung ist erstaunlich gut. An sich für einen kleinen Vlog mit einer 4K 25p und 100 Frames, wenn man mal Slow-Mo braucht, Option, reicht das auf jeden Fall auch technisch aus. Was ich schon noch sagen will, wenn ihr damit einen ganzen Tag vloggen wollt, braucht ihr auf jeden Fall mehr als nur einen Akku. Also der eine Akku, würde ich sagen, hält so einen halben Tag, also wir brauchen mindestens zwei. Jetzt vielleicht noch, für wen ist die Kamera was? Ich würde sagen, wenn ihr geilen Vlog-Content kreieren wollt, dafür eine stabile All-in-One-Kamera braucht, jetzt nicht den Anspruch habt, da ein 70 zu 100 drauf zu schrauben und auch nochmal Wildlife-Fotos krasse damit zu machen. Wenn das euer Anspruch ist, braucht ihr natürlich was Größeres, aber wenn es einfach um ein geiles All-in-One-Paket geht, ist die Kamera hier auf jeden Fall das Richtige. Prinzipiell liebe ich natürlich Vlogs, vor allem tatsächlich von Casey Neistat. Aber das Problem, was ich immer habe bei Vlogs, ich finde, nur die eine Ebene von wir gehen von A nach B reicht jetzt oft nicht aus, um eine geile Geschichte zu erzählen. Man braucht immer noch eine Ebene darunter. Es ist irgendwie eben, welche Frage beantwortet der Vlog? Also diesen Storytelling-Aspekt bei einem Vlog mitzudenken und sich eigentlich auch schon vorher zu überlegen, also worüber spricht man denn eigentlich jetzt noch in dem Vlog oder worum geht's, das finde ich, ist immer bei jedem Vlog die große Challenge. Schreibt mir gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Alle Links zu Südemedia, der Kamera findet ihr unten in der Videobeschreibung. Lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben. Ja, moin. Subscribe gerne rein und dann war's das von mir. Haut rein.